Ja, liebe klinischen Scientists, liebe Mentorinnen und Mentoren, ich freue mich natürlich als Dekan der medizinischen Fakultät, Sie recht herzlich in dieser Online-Version zu unserem klinischen Scientist-Programm zu begrüßen. Wir haben in diesem Jahr das Problem oder andererseits auch das Glück, dass wir diese Veranstaltung online durchführen können. Dieses Online-Format ist für uns ganz neu, zeigt aber auch, wie flexibel man heute in der Medizin sein soll. Sie als Clinician Scientists sind die Generation von jungen Medizinerinnen und Medizinern, die in Zukunft die Probleme unserer Gesellschaft lösen werden. Und das ist gerade in der Corona-Zeit eben auch ein sehr wissenschaftliches Thema. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass an unserer medizinischen Fakultät besonders Wert darauf gelegt wird, dass neben dem Medizinstudium und der ärztlichen Ausbildung auch die Forschung einen ganz besonderen Stellenwert hat. Ich war selber vor vielen, vielen Jahren als klinischen Scientist an einer Großforschungseinrichtung, an der Infektionsforschung beteiligt und habe damals gelernt, wie wichtig der Spagat zwischen Forschung und auch Krankenversorgung ist. Aber damals gab es keine guten Programme für so etwas. Das UMEA-Programm, was ja zum Glück von der DFG gefördert wird und was für uns ein echtes Highlight ist, ist ein Programm, wo Sie dort eine strukturelle Unterstützung finden, wo Sie neue Kollegen kennenlernen, die gleiche Probleme haben vielleicht wie Sie, die gleiche Lösung suchen. Und der Austausch mit Ihnen und Ihren Mentoren ist für unser Programm der Schlüssel zum Erfolg.